Moin Leute und willkommen zurück zu Terranigma. Weiter geht's mit Liam, dem Löwen, dem wir in der Schlucht bei seiner Prüfung helfen. Ba-ba-bam. Und instant nervt es mich wieder, dass der Kerl so langsam ist. Verdammter Löwe, ey. Naja, können wir nicht ändern. Wir können noch eine Runde schlafen, während er hier schon mal zum nächsten Dings läuft. Aber ich glaube, hier hält er irgendwo an, ne? Nee, hier sogar? Ja. Oh, hier ist eine Abzweigung. Wo geht es denn weiter, Großer? Keine Ahnung. Unten lang, rechts lang. Rechts lang. Die rechte Abzweigung ist ganz sicher richtig. Hey, Großer, bist du etwa ein Wahrsager? Nee. Ich bin einfach Schlaumi-Schlumpf. Schlaumi-Arg. Ah. Immer Blödsinn labern. Den ganzen Tag. Ich glaube auch hier nach diesem Segment, ich weiß auch nicht mehr, wie man die Menschen zurückholt. Vielleicht erinnere ich mich noch an die Bereiche so, wenn ich sie sehe, aber so grundsätzlich würde ich sagen, kein Schimmer, was da noch kommt. Und danach, ich weiß zwar noch sowas wie Neon Tokyo gibt es dann noch, Eklemata kommt auch, glaube ich, bald irgendwann. Das sind noch so Bereiche, an die ich mich erinnere. Aber keine Ahnung, wie die, also, was da passiert oder so. Ich glaube, Eklemata könnte das mit den Yetis sein. Vielleicht hängt das sogar mit den Menschen zusammen. Die Wiederauferstehung oder so. Naja, finden wir heraus, würde ich sagen. Tada! Immer anlabern. Wow, das macht aber Spaß! Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Besser nicht, Junge. Besser nicht. Dort, sieh doch! Die vielen Dämonen. Ich werde dir folgen, um zu sehen, wie du kämpfst. Ja, nee. Du lässt mich die ganze Arbeit machen. Blödes Viech. Sind da noch mehr? Ah, so. Eine Steinbrücke. Ach, ich glaube, ich muss mit ihm zusammen darüber, ne? An sowas erinnert man sich dann doch. Nice. Das war vielleicht aufregend. Ich weiß ja nicht. Einmal hier hochklettern. Okay, da ist nichts. Wow, das macht aber Spaß. Ja, ja, jeden Tag Prüfung, bla bla, ey. Als ob. Ach, will der nicht jetzt ein Wettrennen nach oben machen? Ja, ne? Wow, sieh dir diese Felsen an. Ist einfach voll unfair. Und ich glaube, jetzt ist er super schnell und springt da so wie so ein Irrer hoch. Und die ganze Zeit chillt er hier und läuft langsamsten Gang. Lass uns ein Rennen nach oben machen. Ja, genau, guck. Auf die Plätze, fertig. Los. Da, jetzt kann er auf einmal rennen, oder was? Blödes Viech. Jetzt sagt er wahrscheinlich noch sowas wie, hey, warum bist du so langsam? Du hast verloren, ja, oder sowas halt. Blöder Penner. Ah, das macht Spaß. Ja, leg doch einfach jeden Tag eine Prüfung an. Ab, dann weißt du, wie das ist. Oh nein, ich hätte ihn erst ansprechen müssen. Oh, oh, oh. Hallo. Irgendwas stimmt hier nicht. Sei bloß vorsichtig. Sei du lieber vorsichtig. Und nu? Schlammhados. Was für eine Überraschung. Ich bekomme hier sehr selten Gäste. Lass uns feiern. Oh, ein Boss. Okay.
Ich weiß zufällig noch, dass man den mit dem Stein bewerfen muss, von daher. Ja. Hallo, sammel den Stein auf. Dü-di-di-di. Ich habe den Bereich viel länger in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Na komm. Wäre ich auf seiner Seite, wäre er schon längst tot. Weil ich so stark bin. Wie oft muss man den bewerfen mit einem Stein? Jetzt fertig? Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber warte, tut mir leid. Sich der Prüfung stellen zeugt von großem Mut. Es war nicht fair, aus eurer Unwissenheit Kapital zu schlagen. Ich gelobe, mich zu bessern. Nimm dieses Geschenk als Beweis dafür. Ach. Du Narr! Dachtest du wirklich, dass ich dich gehen lasse? Adieu! So viel dazu. Hey, Großer. So spielt das Leben. Selbst wenn man älter wird, ist man vor Betrügern nicht gefeit. Das ist richtig. Aus Dank werde ich dir dieses Los ersparen. Was hast du mit ihm gemacht? Ich glaube, ich muss jetzt einfach warten, oder? Ja, ich kann nichts machen. Das ist für ihn. Er rächt mich jetzt. Ich werde nicht verlieren. Hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Hey, das ist aber kein gewöhnliches Löwenbaby, oder? Selbst schuld. Es dauert einfach 3 Minuten, 4 Minuten. Während man hier nichts machen kann, einfach. Nix. Entschuldigung. Ich wollte wirklich nicht lügen. Verschont mich. Naja, besser nicht. Weg mit dir. Silence. Ich habe mich schlecht benommen. Glaubt mir. Ja, das weiß ich auch so, ohne dir zu glauben. Ach ja, Kerl. Klang, als hätte er ihn nicht verschont. Hey, Großer, du bist okay. Du hast den Dämon ganz allein bezwungen? Cool, ich habe es geschafft. Ich alleine habe den Dämon besiegt. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Es scheint, als würde Liam vor mir wachsen. Achso, ich muss mich bewegen. Hey, was ist das? Hatte der Dämon das bei sich? Welch ein prächtiger Stein, so rein und leuchtend. Bewahre ihn als Andenken an unser Abenteuer. Das werde ich. Ich betrachte ihn als Zeichen großen Mutes. Liam erhält den Mondstein. Ich werde eine Möwe rufen. Einen Moment, ja? Geil, jetzt holt mich eine Möwe raus. Easy. Sehr, sehr komfortabel. Das wäre geil, wenn man das einfach immer machen könnte. Wenn man in einer
in dem Bereich steckt und da nicht wegkommt, einfach eine Möwe rufen. Das wäre geil. Safarium, wir sind zurück. Wir speichern. Bilili. So, zack. Hallo, gehen wir weg. Oh, er fällt einfach wieder ins Wasser, ne? Ich guck nochmal, ob hier was ist. Ne, immer noch nicht, okay. Ja, ich glaube immer noch, dass da erst was ist, wenn die Menschen wieder da sind. Vielleicht denke ich dran und gucke nach. Mal schauen. Hallo, ich habe die Mutprobe bestanden. Ich würde lieber mit dir gehen, anstatt König zu werden. Ne, besser nicht. Hüstel. Voicebar. Ich danke dir für die Rettung meines Sohnes. Es stehen dir noch große Aufgaben bevor, kleiner Mensch. Ich werde die Tiere über dein Kommen unterrichten. Dies ist für dich. Es wird dir auf deiner Reise behilflich sein. Oh, eine Löwenklaue, okay. Liam hat mir alles erzählt. Vielen Dank für seine Rettung. Auch Leon wird dir sicher seinen Dank erweisen. Das hat er schon. Hahaha. Okay, wir müssen weiter. Aber erst in unsere Box. Löwenklaue ist bestimmt so eine Waffe. Ah, Löwenklaue, nice. Boah, plus 3 Stärke, nice. Goal. Warte mal. Ja, okay. Nee. Wenn der Löwe mich die ganze Zeit begleiten will. Alter, nee, ey. Stellt euch das mal vor, ey. Dann wären wir deutlich langsamer unterwegs. Aber wo müssen wir jetzt hin, ist die Frage. Das war die. War das hier die Schlucht? Nee, das war Sue. Die Schlucht war weiter unten, ne? Ja, hier war die Schlucht, genau. Und von oben. Oh nee, wir sind hier hingeflogen, ne? Ach stimmt, hier war so eine kleine Wüste, genau. Okay. Dann können wir jetzt da weiter. Ist hier was? Nein. Arabien. Ist hier was? Nee. Hier ist auch nichts. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass hier mehr so Sachen sind. Oh, ah ja, stimmt. Das waren ja... Ach, blöd. Danke, dass du Prinz Liam gerettet hast. Leon wies uns an, dir zu helfen. Wir haben diese Brücke gebaut. Du kannst den Fluss nun ohne Probleme überqueren. Geil. Willkommen beim Magier. Oh, ich glaube, die habe ich alle. Oh, hier, eine neue Rüstung. 750? Junge, nehmen wir. Weil wir es uns leisten können. Und weniger auf die Fresse ist weniger auf die Fresse, ne? Felljacke. Ja, möchte ich auswählen, danke. Schützt vor eisiger Kälte. Na, wenn das mal nicht ein Spoiler ist, aufs nächste Gebiet. So. Einmal speichern. Also wir können jetzt da oben rum. Und, okay, hier unten einmal gucken. Zack, zack. Tibet, okay. Vielleicht ist auch in den Gebieten erst was, wenn die Menschen wieder da sind. Keine Ahnung. Also da ist auf jeden Fall was. Ja, das wird unser nächstes Ziel sein, nehme ich an. Ah, ich gucke jetzt trotzdem hier mal durch. Yangtze. Schon in China oder was? Könnte gut sein.
Man, der hat ja leider keine Weltkarte. So, dann gehen wir mal hier Tibet rein. Ist das auch Tibet? Eklemate. Auch ist direkt hier nach. Krass. Unas Wolfus. Oh. Hallo. Oh. Wolfbestie ruft Verstärkung. Bam. Oh, Mist. Pö, das macht ja viel weniger Schaden. Und das macht voll viel. Oh, guck mal. Ein Kristall! Dies ist Eklemata. Die Seelen der Menschheit schlafen hier. Ah, okay. Oh, ich wusste nicht, dass Eklemata scheinbar der Ort ist, an dem wir die Menschen zurückbringen. Aber es hört sich ja jetzt ein bisschen danach an, wenn hier die Seelen der Menschheit schlafen. Kann man hier lang? Nö. Oh, da, die Yetis, genau. Die meine ich. Oh Gott, das ist ja dumm. Ja, ey, ist wie behindert. Boah, solche Stellen, ne? Solche Stellen sind tausendmal unnötig einfach. Ohne Witz. Ich meine, was soll das? Was soll das? Dass die da so einen Gegner hinmachen, der einen einfach ständig trifft. Mann, 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 Mann. Muss ich die angreifen? Oder sind die gut zu mir? Oh. Oh. Hat er mich genommen und mich einfach weggeworfen? Boah, 45 Münzen, ey. War hier nicht auch noch einer? Ja. Oh, oh. Wirf mich einfach gegen Baum, ey. Der Yeti ist ein freies Lebewesen. Er kann Freund oder Feind sein. Ja, die hier sind gerade Feinde, glaube ich. Ich glaube, das war auch immer ein Gebiet, wo ich ein bisschen gelevelt habe. Die Quelle scheint aus dem Boden zu sprudeln. Der Yeti sieht zufrieden aus. Dies ist eine heiße Quelle. Was ist das? Ein Wunder der Natur, eine Art Heilbrunnen. Man kann dort seine Wunden heilen, wie dieser Yeti hier. Doch er scheint schwer verwundet. Wir bräuchten ein Eisblumenblatt. Für was soll dieses Blatt gut sein? Nun, es würde den Heilprozess beschleunigen. Okay. Ich denke, das ist unsere Aufgabe. Ein Eisblumenblatt zu organisieren. Eishöhle. Oh, das sieht aus wie ein Loch hier halt. Boah, was ist. Oh Gott. Oh nee, ich bin einfach 1000 Millionen verwirrt. Alter, ist das bescheuert. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich drück, wenn ich nach rechts drücke, laufe ich nach oben. Boah, ey. Boah, das ist hart. Muss mal überlegen. Alter, und wenn das wieder auftaucht, ändert sich die Verwirrung einfach. Boah, ist das mies. Das ist ja die schlimmste Verwirrung jemals aus einem Spiel. Boah, ey. Einfach den Controller so halten, dass es geht. Kann man Verwirrung wegmachen?
Ah, sie ist weg. Muss man den Bereich verlassen und dann geht die weg? Das wäre ja smart. Okay, ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Die Lösung ist aber wahrscheinlich eher einfach nicht verwirren lassen. Du bist entdeckt. Oh, oh, oh. Ah, wenn der andere mich jetzt verwirrt, bin ich aufgeschmissen. Nee, okay. Nein, 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 nein. Hä? Wurde ich jetzt von diesem Ding paralysiert und der hat dann den Gegner getroffen, weil der mich berührt hat? Ah, doch, hier dran erinnere ich mich auch. Ich glaube nämlich, dass ich die wegräumen muss, damit ich hier runterrollen kann. Ja, ja, ja. So. Ich weiß nicht, was dieses Du bist entdeckt soll. Verfolgen die mich dann so? Oh Gott. Jetzt könnte ich natürlich auch hier reinfallen. Reinfallen oder oben erst rollern? Das war schlau. Ey, einfach. Es ist so dumm. Man braucht einfach keine Rüstung kaufen. Schütz vor Feuer. Ist aber, hat aber einen Abwehr mehr. Konnte man hier auch runterrollen? Und dann ging da was kaputt oder so? Das weiß ich nicht mehr. Bei der anderen Stelle wusste ich es noch, aber... Bei der zweiten... Da ist jetzt so nichts. Ah, okay. Ah, ich weiß nicht, wo ich weiter soll. Ich springe mal erst ins Loch. Oder? Ja, ich springe erst ins Loch. Okay, das war schon mal eine gute Entscheidung. Einfach ein... Ich habe vor 5 Minuten oder so habe ich eine Waffe gekriegt. Wirklich, vor 5 Minuten, oder? Sowas in die Richtung, vielleicht vor 10? Ich habe wie viele Gegner damit getötet? Was ein Quatsch, ey. Feuer umhüllt die Waffe. Ach so, ah, okay, ja, cool. Dann war das auf jeden Fall schlau. Erste reinzuspringen. Stirb. So. Dann bleibt ja eigentlich nur noch der Weg hier. Ist der auch noch auf? Das wäre geil. Ja, schön. Okay. Aber bevor wir durch die Tür gehen, ist eine gute Situation oder eine gute Stelle, um diese Folge zu beenden. Und wir schauen uns Eklemata in der nächsten Folge weiter an. Wir haben ja schon wieder ein bisschen Progress gemacht. Die Tiere sind gechillt. Und in der nächsten Folge holen wir vielleicht die Menschen zurück. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ich sage bis dahin, Leute. Ciao.